50 feiern. Ich mach die Tür auf und eine zweibeinige Sonnenblume kotzt mich voll. Wir spielen abwechselnd. Du schreibst, oder ich fange an, ich schreibe einen Sänger auf, eine Sängerin, die eine markante Stimme hat. Und du schreibst gleichzeitig einen Song auf. Ja. Und dann matchen wir das sozusagen. Wir lösen gleichzeitig auf und dann muss ich den Song als der Sänger, den ich aufgeschrieben habe, singen. Den Song, den du aufgeschrieben hast. War das kompliziert erklärt? Nein. Nein, also das hat man gut verstanden. Ich hab's gecheckt. Hast du es gecheckt? Ja. Also man muss natürlich einen Sänger nehmen für sich selber, wo man denkt, okay, ungefähr kann ich den machen. Und man braucht eine markante Stimme, Falco oder so. Aber jetzt darfst du nicht mehr Falco nehmen, weil ich es schon gesagt habe. Nee, du hast was Sängerin gesagt. Ja, 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 gut. Ja. Wir fangen an mit, genau, hier kannst du schon mal, hier hast du was zu schreiben. Okay. Also ich sage, ich muss einen Song jetzt auswählen. Du machst einen Song. Okay. Ich weiß was. Ja, Moment, ich kann dir das aber immer noch verhageln hier, ne? Ja, aber du weißt ja nicht, was ich aufgeschrieben habe. Vielleicht passt es wie Arsch auf Eimer. Ja. Oh, passt nicht drauf. Bin ich mir nicht so sicher, Frau Kiebekus, ob das wohl wie Arsch auf Eimer passt. Es klingt vielleicht wie Arsch auf Eimer, aber... Okay, so. Achtung, fertig. Hier kommt Alex, oh nein, gesungen von... Henning Krautmacher. Wer ist das denn jetzt schon? Wer ist von den Höhnern. Kennt ihr Henning Krautmacher? Oh, fuck, ey. Wenn am Sonnenhimmel Sonne und der Je beginnt vor den Großsonnen. Sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Hey, hier küsst alle Vorhang auf, wir singen Horrorshow. Hey, hier küsst alle Vorhang auf, ein kleines bisschen Horrorshow. This you know yet. Voll gut gepasst. Das hat voll gut gepasst, ey. Ja, das war wirklich so ein richtig gut gelaunter Taxifahrer, ne, wenn man keinen Bock hat zu quatschen. Ne? So ist der Henning Kropper. Na, wo geht das denn hin? Wo fahren wir hin? Na? Hier ist was los. So, warte, ach so, ich muss jetzt... Fuck, jetzt hatte ich was und jetzt... So, ich weiß. Warte. Hasse? Warte. Was ist das für ein langes Lied? Kann ich nicht. Nein, dieses schreibt kurz vorne auf. Also, okay. Achtung, und fertig. Los. Elvis mit Barbie. Elvis singt Barbie. Na gut, komm. Oho. Ja. 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 Oho. I'm a Barbie girl, I'm a Barbie world. Love and plastic, it's fantastic. And you can brush my hair, come dress me everywhere. Love you, Asian, love is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl, I'm a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. And you can brush my hair, dress me everywhere. Imagination, love is your creation. Geil. Damn. Oh. Mann, das ja, war ich, gut. Ich muss das den Plan B haben bei der Jobauswahl. Ja, ja, ja. Fuck. Da habe ich das geübt. Okay. Hast du? Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Nena singt was? Zehn nackte Friseusen. Zehn nackte Friseusen. Ja. Das habt ihr im Repertoire, oder? Das ist, okay, Nena singt zehn nackte Friseusen. What the fuck, ey. Trauen, nur ich sag oh, noch, noch, noch. Es gibt 50.000 Weiber, wir haben einwandfreie Leiber, und ich sag oh, noch, 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 noch. Ich will 10 nackte Prinzessin, 10 nackte Prinzessin, oh, oh. Nackte Friseusen,
richtig feuchten Haaren. 99 nackte Friseuse. Ja, gut. Madena, ja, ungefähr. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft, eine gewisse Esoterik in diesen Song zu bringen, die ich normalerweise tatsächlich nur von den Räucherstäbchen kenne, die aus der Garderobe von The Voice damals gequalmt ist. Okay. Ja, wirklich gut. Vielen Dank. Ja, es hat mich berührt. Hat dich berührt? Ja, absolut. Du laberst. Nein, hat mich nicht, aber war gut. Ich gebe dir jetzt was zum Berühren. Ach so, jetzt bist du dran. Okay. Jetzt ich den Sänger, ne? Ja, warte. Okay. Wirklich? Was, okay, was singen wir? Wir singen Weekend Feeling. Kennt ihr das? Hinein ins Weekend Feeling. Lass dich mal gehen. Okay. Du weißt ja, Joghurt. Grönemeyer. Ja, Mann. Ach, fuck, das kann der bestimmt wieder gut. Mal schön langsam, ne? Vorbepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. In einer Welt, we can feel it. Mit Pop, Sahne, Joghurt, Sahne, fruchtig, frisch und dann in einer Welt, we can feel it. Oh, oh, lass dich mal gehen, schaut einfach ab, erleb den sonnigen Geschmack. Mit Pop ins we can feel it. Wir sind ja hier nach New York gekommen, nicht nur, um ein bisschen amerikanischen Lifestyle nach Deutschland zu übertragen. Wir sind auch hierher gekommen, um deutsche Kultur nach New York zu bringen. Und ich war mal mit der Band unterwegs hier gestern in den Straßen von New York City. Und wir haben mal deutsche Kultur nach New York City gebracht. Im Speziellen, man könnte sogar sagen, Kölner Kultur nach New York City. Schauen Sie sich das an, was wir gestern gemacht haben. Passen Sie auf. 1, 2, 3, 4. Traditional German soul music for free? Say yeah! Natürlich auch noch bei meinem Friseur bedanken, oder? Noch alles brauchen und wie man sich am besten auf dieses Event Karneval vorbereitet, das hat ein Mann stellvertretend für alle Karnevalsneulinge herausgefunden. Hau
Hallo und aufpassen, ich bin der Hassan. Wir sind in Köln, ja. Lauter Bekloppte hier, die sich in dünnen Klamotten den Arsch erfrieren. Nennt sich Karneval. Auf Deutsch, vollgekotzter Hauseingang. Wer trinkt den Kölsch, geh mit rein, komm. Das ist das deutsche Heiran. Boah, ey, schmeckt wie Wasser von meinem Shisha. Wallah, herrlich. Allah. Was singen die da eigentlich? Alaf singen die. Ja? Yes? Kölle Alaf. Kölle am Arsch? Nee, Kölle Alaf. Allah. Kölle Alaf war ursprünglich in dem 16. Jahrhundert ein Trinkspruch. Der Karneval hat das dann übernommen. Meint damit, Köln soll leben, Köln über alles. In Düsseldorf sagen sie hellblau. Hellblau? Bei uns sagen die Ahoi in Mannheim. Ja, weißt du warum? Ja, was hast du im Kopf? Ahoi. Stopp. Ja, was ist das? Was macht ihr da? Das ist ein alter Brauch. Gib noch kurz, wenn sie Krawatte abschneiden. Ja, das Brauch in Köln. Wie Brauch? Weimar. Krawatten abschneiden? Ja, Weimar. Also bei uns wird man anders beschnitten. Andere Länder, andere Sitte. Ja? Nubbel. Ey, wieso redest du nichts mehr? Willst du mir imprägnieren oder was? Ehrlich, red mal was. Grüß schnell. Schneemann, kannst kein Deutsch was? Oh. Ja, sorry, er wollte nicht produzieren. Yes, Nubbel heißt er. Nubbel. Nubbel. Der Nubbel ist eine Strohpuppe und wird am Aschermittwoch verbrannt, um alle Sünden und Fehler einer Session mit in den Tod zu nehmen und auszulöschen. Komm hoch wieder. Was Spaß. Stippefütsche. Mit Stippefütsche präsentiert die Klabüs. Warum machen die so, als wären die auf Toilette? Das sind die Gardisten, das ist der Stippefötschendanz. Was für Gardinen, was für Stipp, was? Was ist das Stippfötchen am Furz? Übersetzt heißt Stippefötchen das Einanderreiben zweier Gesäßteile als Persiflage auf den preußischen Militarismus. Also Hassan, jetzt hast du schon so viel über das Stippefötchen der Roten Funken gehört. Jetzt bin ich der Meinung, jetzt müsstest du auch mal mitmachen. Eigentlich mal rein bei uns, wie schnell. Komm mit meiner Bier. Und jetzt gehst du mal in die Reihe, geh mal dahin. Hey, was? Komm, Walla, Walla, mega jetzt, komm. Du schaffst das, wir schaffen das auch. Und die Stimmung wird noch besser, denn jetzt, meine Damen und Herren, kommen Sie. Sie kommen aus Sulzbach-Rosenberg. Da werden Sie sagen, wieso, im Rheinland liegt das nicht? Nein, das liegt in Franken. Aber wir sind ja tolerant hier in Köln, deswegen haben wir Ihnen Asyl gewährt. Sie sind die absolute Sensation, die größten Stars der Volksmusik, die Funzfichlers, meine Damen und Herren. Hier sind Wolfgang und Anneliese. Schnallt euch an, wir haben ein Message für euch. Ach doch, gleich beginnt unser Lied und los geht's. Da ist es Karneval in Bayern. Und so, da kann man zünftig feiern. Denn unsere Madeln sind so fein, da will man nicht im Norden sein. Wenn du im Karneval im Süden bist, jede Hündin eine Rüde. Solltet's euch was schämen. Und die Fasnacht in Hessen kann man auch getrost vergessen. Der Karneval im Osten steht auf ganz verlorenen Posten. Und auch die Lecken da am Rhein, ihr feiert schön allein. Und auch die Lecken da am Rhein, ihr feiert schön allein. Denn es ist Karneval in Bayern. Und nur da kann man zünftig feiern. Wer einmal unsere Berge sieht, wächst sofort ein Rind.
Wald im Süden. Trifft jede Hündin einen Rüden. Wann darf man Partymuffel schlagen? Na ja, an Wünschens Faschingstagen. Einmal rechts und wir tanzen alle zusammen. Ja, ja, ich weiß doch. Jetzt kommt die Drehung. Dann macht man lieber keins. Ach, herzlich willkommen hier bei Nightwash, der besten Comedy-Show, die ich mir vorstellen kann. Tolles Publikum heute hier. Wenn ihr zu Hause nicht nur sehen, sondern auch riechen könntet, wie gut das hier riecht. Ihr würdet verrückt werden auf euren Sofas. Ha? Und wir sind in Köln. In Köln, ich weiß gar nicht, wie viel die Show da schon ist. Ich bin ja jetzt schon einige Wochen hier in Köln und ich muss sagen, ey, Köln, Köln, toll, 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 toll. Man muss Köln lieben, sonst lassen sie einen nicht rein. Ja, siehst du, man wird sogar von draußen gegrüßt. Ich nehme dich nachher wieder mit nach Hause, ist klar, ne? Ja. Ja, Köln hat so viel zu bieten, man sieht so viel. Wie heißt eigentlich diese große Kirche da in der Stadt bei McDonald's? The Dome? Von RTL 2? Naja, aber alles wunderbar. Aber, pass auf, jetzt kommt's, das wird euch gefallen. Die Menschen in Köln. Die Herzen so groß, so offen, jeder ist willkommen. Das ist so. Und jeder Jeck ist anders, habe ich hier auch gelernt. Aber, und der Karneval, oh, der was wäre Köln ohne Karneval? Oh, überall wird an die Hauswände gepisst. Deshalb sind in Köln auch viele Häuser gekachelt. Chaos, Tumulte, Menschen in komischen Kleidungen und keiner kann sich hinterher an irgendwas erinnern. Ja, in Köln ist das die katholische Kirche, aber natürlich auch Karneval. Und der wird in diesen Tagen in extra dafür eingerichteten Brauchtumszonen gefeiert. Hoffen wir mal, dass die Brauchtumszone nicht zur Problemzone wird, denn Corona schunkelt mit. Klar. Ich hab aber wir in Berlin haben ja gar kein Karneval. Wie nennt ihr das? Fasching. Wir feiern Fasching. Bis zur vierten Klasse, dann sind wir erwachsen, hört auf damit. Meine erste Begegnung allerdings wirklich mit Karneval war hier in Köln, ein Freund von mir lebte hier, war ich 22 und ich kannte das überhaupt nicht, es war Weiberfastnacht, kennt man nicht. Ich steige aus dem Bahnhof aus, denke, Alter, was ist denn hier los? Knalle voll, geh zu ihm, wir gehen in eine Kneipe, Altstadt Köln, kannte mich nicht aus. Er platzierte sich direkt an der Toilette, fand ich nicht so cool, sagt er, ist der beste Platz. Keine zwei Sekunden, ich habe ja einmal weggedreht, knutschte der mit irgend, ich wusste nicht, volles Programm. Sie ging weg und ich war echt angepisst, weil ich so, hättest du mir deine Freundin ja vorstellen können? Sagt, der kann er nicht, er wusste nicht, wer das ist. Und dann habe ich gefragt, was ist das? Und das Geilste war wahre Geschichte, kommt eine völlig besoffene Pippi Langstrumpf auf mich zu und sagt, heute ist Weiberfastnacht. Und dann sag ich, was ist das? Guckt die mich an und sagt, es ficken für umsonst. Und dann, pass auf,
Da dachte ich, ja, große Klappe ist ja oft so, haha. Wir gehen raus aus der Kneipe und kennst du die Szene bei Titanic, wo Käthe und Leo in diesem Oldtimer sitzen? Ja, ja. Ja, wo diese Scheibe so beschlagen ist und du siehst plötzlich aus nichts mehr so zwei Hände so. Ich komme aus der Kneipe raus, sehe eine Telefonzelle völlig beschlagen und plötzlich zwei Arschbacken an der Scheibe, die so. Und da war mir klar, Karneval ist nichts für mich. Aber Mario, so ist Telefonsex in Köln. Gut reagiert. Ja. Vielleicht, ich war schon ein paar Mal hier und einige, die mich hier vielleicht schon mal gesehen haben, wissen, ich bin ein seltsamer Typ. Ich bin komisch. Ich gehe auch nicht auf Partys, so. Nee, ich gehe nicht auf Partys. Weil, bin ich eingeladen. Und, aber ich war mal auf einer Party eingeladen, die war direkt über mir im Erdgeschoss. Und, das war eine Karnevalsparty, ja. Das wusste ich nicht. Ich und Karneval, ist nicht gut. Ich mach die Tür auf. Und eine zweibeinige Sonnenblume kotzt mich voll. Und die ganze Party so, ey Maxi, als was bist du verkleidet? Und ich so, ja, ich bin Kotze. Das beste Karnevalskostüm, was ich jemals gesehen habe, vor 2 Jahren habe ich das gesehen, das waren 2 schwule Jedi-Ritter. Das war geil, das finde ich ein geiles Statement. Irgendwie so, Luke, ich bin dein Vater und er auch. Finde ich sehr gut. Ich finde es echt krass, dass es immer noch so latenten Schwulenhass gibt. Also, dass es wirklich immer noch Leute gibt, vereinzelt, die denken so, oh, Männer und Männer. Ja? Die kannst du verrückt machen, indem du so machst. Das ist total krass. Die gibt es immer noch. Also, ich verstehe nicht, warum man davor Angst hat. Ich verstehe es einfach nicht, weißt du? Ich meine, jetzt mal, also Homosexualität ist keine Organisation, die sich jeden Morgen trifft und sich überlegt, wie machen wir die Welt schwul? Weißt du, die laufen nicht durch die Stadt irgendwie so, oh, den kriegen wir auch noch, oh, den kriegen wir, komm her, komm her, oh, bleib stehen, Hetero, bleib stehen. Oh, so viele Heteros, Nein, das machen die nicht, weißt du? Wenn du da als Nicht-Karnevalist so durch die Karnevalisten so durch, ne, das ist jetzt wirklich wie so eine Zombie-Apokalypse. Er hat mich geputzt! Er hat mich geputzt! Das ist eine große Gefahr für unser Abendland, ne? Die Alafisten. Das ist ein großes Problem. Aber eigentlich ist auch geil, oder? Karneval kann auch manchmal. Haben wir Karnevalisten hier? Feiert Leute? Ihr feiert das? Ja. Kann auch großartig sein. Als Kind fand ich Karneval auch immer toll, oder? So Kinderkarneval ist schön. So Kamelle, ne, und man freut sich auf die ganzen Süßigkeiten, das ist toll. Und ich hab jemanden eingeladen, der sich auch damit auskennt. Das sind wirklich, wir haben einen hohen Besuch hier heute bei Luke die Woche und ich, was Karneval angeht. Und auch die werden jetzt hier standesgemäß lief Jecken, schöne Saal am Startseil hier bei Luke die Woche und ich, der Karnevalssession. Und ich freue mich, hier heute zu begrüßen, hat Kinder Dreigestirn aus dem Bergischen mit Prinz Robin der Erste, Jungfrau Annabelle und Bauer Ben! Da sind wir dabei, da ist Krieg. Da sind wir dabei, da sind wir! Der Robin, das ist unser Robin. Hallo. So. Jetzt müsst ihr mir mal erklären und den Leuten da draußen, Karneval ist ja nicht überall in Deutschland Thema. Ihr seid quasi, es gibt immer das Prinzenpaar in jedem Karnevalsort, Robin, ne? Ja. Und dann gibt's? Das Dreigestirn. Das Dreigestirn, bestehend aus? 3 Personen. Drei Personen? Soweit absolut. Prinz, Bauer und Jungfrau. Prinz, Bauer und Jungfrau. Also Prinz, Bauer und Jungfrau? Ja. Richtig? Und ihr seid quasi die Kinderversion davon, ne? Ja, es gibt auch ein großes Dreigestirn. Ja. Aber das gibt's dieses Jahr bei uns nicht. Das gibt's dieses Jahr nicht? Nee, da wollte sich keiner anmelden. Da hat doch keiner Bock drauf. Oh, lass die Kinder das machen. Und du bist quasi der Prinz und das ist Annabelle die Jungfrau und du bist Bauer Ben. Yep. Ja.
Und was hast du da in der Hand? Ein Dreschpegel. Ein Dreschpegel. Und falls die Eltern zu viel gesoffen haben, dann... Niemals. Niemals, ne? Nee. Gibt's denn dann irgendeinen Spruch, den man so sagt, wenn man Prinz ist? Alaaf. Ja. Und was sagt das Publikum dann? Auch Alaaf. Ah ja. Sehr schön. Sollen wir das einmal üben? Ja. Was? Ja, okay. Alaaf zusammen. Alaaf! Schön, dass ihr mit uns feiert. Ihr seht schon, ihr seid richtig gut drauf. Ja. Das. Und sagst du dann auch was? Wir drei lieben es, zu lachen, zu tanzen und zu singen. Doch das Schönste dabei ist, da kann jeder mitmachen, egal woher man kommt und egal was man macht. Mach! Oh. Macht mit, lasst uns einfach alle zusammen feiern. Denn für uns ist es total normal und für euch sicher auch der Multikulti-Karneval. Oh! Sehr gut. Ja, genau so ist es, was die gesagt haben. Das ist ja schön. Und wie viele Termine habt ihr jetzt so? 20 bis 30. Wir haben ein paar Auftritte mehr, weil es große Dreigestirn macht ja auch ein paar Auftritte, aber die machen wir jetzt einfach. Ihr macht einfach alle Auftritte mit. Habt ihr den Erwachsenen die Jobs geklaut? Ja. Geil. Und trinken dann die Eltern auch manchmal ein bisschen zu viel an Karneval oder hält sich das in Grenzen? Ja, also mein Vater, der sauft immer ganz schön viel. Und dann und am nächsten Tag liegt er im Bett. Und was? Und am nächsten Tag? Und den nächsten Tag liegt er den ganzen Tag so im Bett. Am nächsten Tag liegt er den ganzen, im Bett. Ja. Das ist uns schlecht drauf. Ja, das ist natürlich ein Ding, ne? Cool. Und habt ihr denn jetzt für mich, habt ihr auch einen Orden oder sowas? Ja. Das ist ja, habt ihr hier einfach eine CD bestimmt? Okay. Muss ich auf die, wie macht man, was mache ich jetzt? Muss ich auf die Knie? Ja. Ja? Gibt's da einen Satz oder sowas? Ja, ich sag noch was dann. Du sagst noch was? Danach aber erst. Danach sag ich was, okay, gut. Ich. Du sagst, okay. Okay. Wir rufen aus auf den neuen Ordensträger, Luke Mockridge, Alaaf. Alaaf. Kölle, Alaaf. Dreigestirn, Alaaf. Oder können wir nicht mehr? Ja, vielen Dank für den Orden. Ja, bitte. Ganz, ganz toll macht ihr das. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir jetzt auch erstmal nochmal das. Ich warte die D-Probe ab. Ja. So, dann, wenn Sie nicht aus Köln kommen, dann kennen Sie das gar nicht. Deshalb wollte ich Ihnen das mal zeigen. Und zwar, jetzt ist ja Karneval, ist ja gerade wie lange her? Zwei Wochen? Zwei Wochen über den Daumen vorbei, ja. Und da ist ja so, Karneval treffen sich viele Leute, ja, in Kneipen, verkleidet, ja. Keiner weiß so richtig, wer der andere ist. Und zwei Wochen später denken sich, ach, der war doch ganz nett, den ich da kennengelernt habe, aber wie finde ich den wieder? Und dann gibt es hier in einer Kölner Zeitung Verloren und Gefunden. Ja? Und hier sind ganz tolle Sachen drin. Ja? Ich lese Ihnen mal ein paar vor. Ja? Zum Beispiel hier. Ja? Hennessy-Theater. Sonntagabend, dritte Reihe. Du saßt als liebreizende Spinne in der Mitte. Ich ganz außen. Zum Beispiel. Und dann auch mit Handynummern dabei. Da kann man dann direkt anrufen. So. Oder hier. Florian, Weiberfastnacht im Pikus, circa 17 bis 21 Uhr. Ja. Das Zeitgefühl schon etwas verloren gegangen zu diesem. Ja. Florian, in Klammern, blaues Dirndl. Ja. Sucht Indianerin. Na, herzlichen Glückwunsch. Mit Freundin Steffi aus Stuttgart und schwerer Handtasche. War plötzlich weg. Wir haben toll getanzt. Oder hier unten. Hallo, nette Nonne. Wir haben uns Rosenmontag nach dem Zug ca. 18 Uhr im Café Schwan am Altermarkt gesehen und öfters in die Augen geschaut. Du warst als Nonne verkleidet und wolltest mir deine rote Rose schenken. Ich hatte eine Jeansjacke und eine helle Hose an. Zum Beispiel. Oder hier, wo haben wir es? Ah, hier. Ja.
Weiber fast nach ca. 23.30 Uhr, Altstadt Köln, gingen in Kneipe Klamotte gegenüber Mondial, später Wiener Steffi. So, du 28, ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, ja? Grüner Pulli, beige Hose und Feldkauberhüt. Dass er überhaupt was anhatte, oder? Ja. So, oder hier, das hat mir auch gut gefallen, hier oben. Hallo Vlado, wir haben uns Weiberfasnacht im Schilleck getroffen, in Nippes. Kennengelernt und durch meine Dummheit uns aus den Augen verloren, möchte ich gerne wiedersehen, die Hexe T. So, und da ist ja jetzt eine Nummer. Jetzt gebe ich doch mal den Vlado, oder? So. Mal gucken, da wäre ich, ne? So. Sie müssen ein bisschen. So. Ah, es klingelt. Ja? Er ist der Vlado! Wer ist das? Der Vlado! Ich bin der Vlado! Ey, Hexe T! Da ist aber nicht der Vlado. Das ist der Vlado. Ey, wir haben voll Weihnachten im Weiberfasnacht gefeiert. Echt? In Nippes. Ich konnte dann nicht mehr zurückkommen, weil ich bin besoffen auf der Toilette eingeschlafen. Weißt du, so ein Blödsinn brauchst du mir gar nicht erzählen, weil der richtige Vlado sich gemeldet hat. Auf Wiedersehen. Was? Der richtige Vlado hat sich gemeldet. Egal, dann rufen wir wieder rum. Ah, die Nonne. Ja, nee, den Typen. Den Typen, der sich mit der Nonne treffen wollte, oder? Den können wir auch mal anrufen. Gut, komm, wir rufen den Typen an, der sich mit der Nonne treffen wollte. 7. Wo war das noch? Kaffee. Was? You are calling is not available at present. Versuchen Sie es später noch einmal. Oh, da muss er schnell aufregen, oder? Das ist so eine 090er-Nummer. Hallöchen, ne? Ja, dann eben nicht. Dann probieren wir das später nochmal. Geht's euch gut? Ja? Hervorragend. Mir scheint die Sonne aus dem Popo. Ah! Ja, weil der Afrikaner sagt, wenn die Sonne scheint aus deinem Popo, hast du selbst im Dunkeln Licht. Ist das geil, oder was? Perfekt. Ne, und in dieser Eigenschaft, ich bin ja Afrikaner, Deutscher und Rheinländer. Sowas geht, mein Freund, sowas geht. Ja? Und als Rheinländer liebe ich Karneval. Ja? Für alle anderen, Karneval, Fastnacht, Fasching, was immer du darunter verstehst. So, ich war dieses Jahr Karneval morgens in der Bahn. Neben mir, wer saß da? Darth Vader. Vor mir Genghis Khan. Schlechte Version, der hatte so einen Schnurres. Sah aus wie Jean Pütz nach dem Aufprall. Ja? Im Ernst, wirklich. Und vor mir, direkt vor mir, saß ein Lehrer. Habe ich direkt gemerkt, weil der korrigierte Arbeiten und hatte eine Jack-Wolfskin-Jacke an. Ist klar. Ne? So. Und irgendwann guckt der Typ hoch, guckt mich an, ganz verdutzt und sagt, also hören Sie mal, das, was Sie hier veranstalten, ist ja mal Rassismus in Reinkultur. Und da habe ich überlegt, was meint der? Der Typ hat gedacht, ich wäre als Afrikaner verkleidet. Bitte! Dann habe ich gesagt, hallo, ich bin waschecht. Ja, dann hat sich entschuldigt, wurde total rot und meinte, ja, es tut mir furchtbar leid, aber Karnevalsvolk ist ja sowas von blöde. Die laufen rum, malen sich an und denken, die wären farbig. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss dich da leider unterbrechen. Also farbig sagt man nicht, weil es ist negerfeindlich. Ja? Ja, ist so, ja. Da muss man die Leute aufklären.